Warte, halt ihn. Der teuerste Burger Wiens. Und da soll es anscheinend den teuersten Burger Wiens geben. Paui. Spaß in Wiens. Ich bin ja einmal nicht reingekommen, seitdem mache ich den nicht mehr. Der perfekte Burger ist nur Zwiebeln und Fleisch. Ja, Leute, die sagen, man ist Pommes mit Ketchup. Siehst du? Macht großen Lust, das wird ja nicht. Viel Spaß mit der Folge aus Wien. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich mit... Sah das dumm aus? Schon ein bisschen. Herzlich mit... Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Ist, glaube ich, gut gewesen. Halt, außer, dass du es gefangen hast. Die Hülle ist schön. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Und hiermit heiße ich auch herzlich willkommen den Sponsor des heutigen Videos, Rhino Shield. Und verehrte Damen und Herren, das sind die Handyhüllen, die uns seit mehreren Jahren auf jeden Fall sicher durch die Welt begleiten. Und ich habe hin und wieder einfach gehört, ja, diese Handyhüllen kosten etwas. Und ja, die kosten etwas. Aber was kostet euch eine Reparatur von Bildschirm, von Kamera? Was kostet euch das alles? Genau jetzt, wenn ihr dieses Video seht, gibt es einen Rabatt auf Handyhüllen bis zu 55%. Und wenn ihr auf die Website von Rhino Shield geht, was ihr natürlich nicht über Google machen sollt, sondern über den ersten Link in der Videobeschreibung, dann seht ihr, dass Rabatte variieren können, je nach Produktkategorie. Das ist der größte Rabatt in der Geschichte von Rhino Shield. Das heißt, ihr kriegt diese guten Handyhüllen. Damn, das hat sich schon schlimm angehört. Die dein Handy perfekt schützen für den Preis von diesen, ihr kennt es, Spanien, Straßenverkäufer. Diese Handyhüllenpreise kriegt ihr. Beispiel das hier ist Lukas, sein Handy. Nee, du willst es. 55% Rabatt mit dem Code. Mach mal ganz kurz. Gelten überhaupt Codes während dieser Black Week? Geht jetzt über den ersten Link in der Videobeschreibung auf Rhino Shield. Bestellt sie euch. Viel Spaß damit. In diesem Sinne, Kuss geht raus an Rhino Shield. Weiter geht's im Video. Ja, Mama? 55% bei Rhino Shield. Ladies and Gentlemen, ihr könnt euch erinnern, letztes Video. Teuerster Hotdog. Das haben wir im Hyatt Hotel gedreht. Wir befinden uns wieder direkt vor dem Hyatt Hotel. Und rechts davon gibt's einen Laden. Den zeige ich euch jetzt. Der heißt The Bank Brasserie and Bar. Und da soll es anscheinend den teuersten Burger Wiens geben. How are you? How are you, sir? Nee, ich kenne ihn nicht, aber ich wollte ihn immer mal essen. Also du wusstest, dass er existiert? Ja, da ist Gänseleber drauf, glaube ich. Gänseleber ist wahrscheinlich sehr klein, deswegen ist sie teuer. Das ist halt wie wenn du, keine Ahnung, Burger hast, der kostet normalerweise 12 Euro. Und dann gibst du halt einfach Kaviar drauf und machst einen 50 Euro Burger drauf, so ungefähr. Du musst nur rausfinden, ob das eines von diesen Scam-Produkten ist oder ob es einfach jemand, der sich gedacht hat, Gänseleber passt zu dem, was sie mir gedacht haben. Das ist eine geile Rezeptur bei der Way, die Tasche, die ist einfach nur random. Das ist kein Mode-Accessoire. Oh mein Gott, wie peinlich, oh mein Gott. Also nicht wie... Goldenes Steak bei, weiß ich jetzt nicht, habe gerade kein Beispiel im Kopf. Geht alles fit, Bro? Bei dir? Alles super. Weiß der Mann Bescheid da drin? Ja, 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 ja. Also wir können da jetzt so reingehen, mit Kamera. Wir gehen jetzt rein. Er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Der Brasserie im Bar. Die Leute haben das eh schon gesehen da drin, oder? Nee. Ist auf jeden Fall wunderschön, einer der schönsten Bars in Wien. Ich bin ja einmal nicht reingekommen, seitdem mache ich die nicht mehr. Ich weiß, ich war dabei. Aber es war auch voll eigentlich, oder? Ich wollte uns einfach nicht drin haben. Bäh! Ich will mal trotzdem wieder Loki. Jacken haben wir abgegeben, Ladies and Gentlemen. Sehr, sehr schöne Bar. So weit war ich noch nie drin hier. Sieht richtig sleek aus. Ja, ja, ja. Wir müssen mal hier reinkommen, wenn wir mal so einen Abend machen, wo wir ausgehen oder so, weißt du? Ja, 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 ja. Als ich noch als Trainer gearbeitet habe, war hier immer Weihnachtsfeier von unserem Fitnessstudio. Da sind wir mies einen reingetrunken. Es ist aber der teuerste wahrscheinlich in Wien, oder? Wenn du mit Gänseleber bestellst, dann kann es sein, dass es einer der teuersten ist. Aber irgendwo, wo arg viel Trüffel drauf ist, da verrechnet dir 200 Euro. Was ist das denn? Ich habe auf jeden Fall gerade erfahren, dass hier eine Influencer-Veranstaltung ist für die neue Cocktailkarte. Wer auch immer das geplant hat, es würde keine besseren Influencer geben, genau für sowas wie Her Storyfeed, Lucas G und Randy G, by the way. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wo finde ich diesen Burger, Bro? Ganz hinten, wo war die auch? Ganz hinten, letzte Seite. Rossini Burger. Rind, Trüffel, Gänseleber, Spinat, Zwiebel, Relish, belgische Pommes. 34 Euro. Ohne gebratene Gänseleber, 23 Euro. Also auf Empfehlung von Lukas haben wir den mit Gänseleber bestellt. Medium well. Den so gesagt ohne Gänseleber, dass wir auch ein bisschen den Vergleich haben, um ein bisschen auch rauszufinden, ob der Burger jetzt Scam ist oder nicht. Den haben wir dann Medium so gesagt bestellt. Lohnt sich der Aufpreis, ist die Frage. Ist der Burger hier an sich ein geiler Burger? Ist mal die erste Frage. Kann man hier auch mal herkommen, um mal einen Burger zu essen? Und dann lohnt sich der Aufpreis für diese Gänseleber. 11 Euro.
Und es ist auch, ich glaube wirklich, seit langem wieder ein Burger, den ich ohne Käse esse. Ist aber geil tatsächlich. Und ich glaube, dass der Fette bei Amboy auch ohne Käse war, oder? Ich finde es geil, ich finde es mutig so, Mann. Ich war kurz überfordert von der Frage. Also, wann habt ihr den letzten Burger ohne Käse gegessen? Handstand einfach mal. Bro, ich guck nie. Gibt doch auch irgendwen, der sagt, der perfekte Burger ist nur Zwiebeln und Fleisch. Ja, Leute, die sagen, man ist Pommes mit Ketchup. Genau. Ich glaube, das ist ein Out-Thema. Ja, und ich glaube, es wurde ja schon voll gehypt vor 5 Jahren oder so. Ja. Und vor 5 Jahren haben schon die Ersten gesagt, die dann nach L.A. kamen und so, voll die Enttäuschung, voll dies, voll das. Ja. Aber du musst halt ein bisschen mit einberechnen, dass es jetzt, es ist immer noch ein Fastfood-Burger. Ja, 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 und eine Kette. Und der kostet 4,50. Und ja, das ist halt diese LA-Vibe, der noch damit. Das ist halt für uns so, das ist, halt, das ist bei uns schon, das ist schon wie, keine Ahnung, als ob wir mit dem aufgewachsen sind gefühlt. Deswegen sind wir da auch so emotional, wenn es um In-N-Out geht. Ich nehme das sogar schon ein bisschen persönlich, wenn jemand diesen Burger schlecht redet. Aber man muss halt auch sagen, wo Five Guys hergekommen ist, war ja der Ansturm auch. Ich glaube, monatelang waren wir in einer Riesenschlange. Alle haben gesagt, ja, der Burger ist gut. Und immer mit der, nach der Zeit, nach und nach, haben die Menschen gesagt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Burger am Anfang so geschmeckt hat, wie er jetzt schmeckt. In Wien vielleicht ich war schon. Zu selten. Ich war in Wien, glaube ich, aber schon. Ich war aber zu selten, um das zu beurteilen. Okay, weil in München, wenn du dort zum Five Guys gehst, Bro, das sind 8 von 9 von 10. Ja. Aber die meisten checken diese Burger einfach nicht. Egal, ob es In-N-Out oder Five Guys. Die gleichen Leute, die sagen, In-N-Out ist auch die, die sagen Five Guys. Ja, ja. Ich krieg auch noch so eins dazu zu der Cola. Damn. Also, Ladies and Gentlemen, eins muss ich schon mal sagen. Das hier ist schon ein wunderschöner Ort, um Wein oder Ähnliches zu genießen. Ne? Was sagt ihr? Die Jungs machen da auf jeden Fall leckere Drinks. Ich bin auch wirklich mal im Überlegen, ob man hier so einen Abend starten kann, wenn man mal wieder ein bisschen Party macht oder so. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich aber sagen muss ist, wir sehen ja, es sind eigentlich ident die Burger. Was habe ich gerade gesagt? Das ist so ein bisschen, könnte. Du hast gesagt ident. Trotzdem muss ich sagen, wir waren ja letzte Woche da drüben Hotdog essen. Und den solltest du eigentlich wirklich mal probieren. Dann sag ich einfach mit das nächste Mal. Sorry. Eigentlich genau gleich wie da drüben. Eigentlich genau gleich wie da drüben. Aber die sind trotzdem irgendwie, aber die gehen sie. Belgische Pommes, also die werden auch als belgische Pommes. So. Sind aber keine. Sind aber keine Belgien. Die machen die nicht in Rinderfett. Rinderfett, ja. Nee, aber ich finde die Mayo geil. Also, Ladies and Gentlemen, 11 Euro zahlt man mehr wegen diesem Stück hier. Gänseleber. Haben wir schon mal Gänseleber irgendwo gegessen? Nicht so bewusst auf jeden Fall. Ich bin halt ehrlich, ich bin auch nicht mal. Ich bin nicht mal der größte Leber-Fan so an sich. Ich könnte mir das eigentlich auf einem Burger ganz gut vorstellen, weil ich bin auch ein Fan davon, wenn, ich glaube, du hast noch mal so einen Burger gemacht, so ein Burger-Rezept, wo so leicht Beef Tartar drin ist. Und von der Konsistenz passt es sehr gut. Damit dieser Burger jetzt nicht kalt wird, Ladies and Gentlemen, cut ich den jetzt in half und dann werden wir den probieren. Boah, das lässt sich aber gut schneiden, Alter. Halleluja. Ich bin baff. Ich sag so, wie es ist, mit so einem Brotmesser. Bist du Leber-Fan? Nee. Bro, du bist Türke. Der Mann ist Türke. Lass mir die Szene einfach raus. Ich will genau ein Stück Leber. Ich würde es jetzt mal so probieren. Ihr habt die Leber schon sehr stark rausgeschmeckt. Ich finde es okay. Geschmacklich schmeckt es ein bisschen plain, habe ich so das Gefühl. Der Trüffel kommt auch nicht so heftig durch. Genau. Trüffel an sich sollte eigentlich nur nach, wie Vladislav sagen würde, nach Fahrradunfall im Wald schmecken. So erdig einfach. Ah, okay. Willst du probieren? Du musst auf jeden Fall Leber mitnehmen. Ja, ah, okay, dann. Siehst du? Mach großen Biss, Bruder, ich werde den nicht. Sorry. Was sagst du? Jetzt weiß ich, warum ich eine Leber esse. Das ist einfach die Konsistenz, die mir nicht schmeckt. Ich finde, das Fleisch ist so wie ein Fleischlaberl. Fleischpflanzerl? Oder was ist das? Laberl. Nein, Leiber. Was ist das? Fleischlaberl. Ja, so ein Fleischlaberl. Fleischlaberl, kennst du nicht? Fleischpflanzerl? Nein. Ah, okay. Fleischkirchle. Fleischkirchle. Was ist Kirchle? Ist das Schwab, oder? Das ist alles das Gleiche, nur andere, ja. Meiner Meinung nach muss ich sagen, es fehlt mir ein bisschen diese Burger-Kick-Säure fehlt da drin so ein bisschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Burger esse. Trotzdem muss ich sagen, das Ding ist super saftig, juicy, man kann es runterschlucken, das Brot ist nicht trocken. Man hätte das vielleicht besser verteilen können, ja. Für die Leute, die halt voll Bock auf Leber haben, vielleicht kann man die kleiner schneiden und so schön auf dem Patty verteilen. Weißt du, auch mit den Zwiebeln und dem Trüffel, dass man den schön essen kann. Du hast in der Mitte diesen Gänseleberkern und der ist so. Dann beißt du rein und der schießt fast raus so. Ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen auf Instagram auch gemacht, gell? Dass du es fotografieren kannst. So sieht es aus. Die Eatability, würdest du sagen. Eatability ist ein bisschen. Ich wollte das Wort jetzt nicht sagen, aber.
Der ist irgendwie sogar trockener, muss ich sagen, als der mit der Leber. Und? Aber das ist mehr, also, Ladies and Gentlemen, Fazit zu diesem Objekt, besser gesagt zu diesen beiden. Eigentlich wird die Leber nochmal in der Mitte durchgeschnitten, weil ihr gerade auch gesehen habt, das ist so ein 2 cm Leberstück gewesen. Und dann ist es noch ein bisschen besser verteilter auf dem Burger. Der Burger sitzt einfach für mich nicht. Trotzdem ist es der teuerste Burger. Ein dickes Bussi geht raus hier, das ich überfilmen durfte. Wenn man hier im Hotel wäre jetzt als Gast, dann kann man mal sagen, ja, würde ich essen. Für alle Leute, die das Video nicht da drüben gesehen haben, auch im Hyatt Hotel, der Hotdog sehr, sehr gut. Trotzdem wird es passieren, dass wir hier mal den ein oder anderen Abend anfangen oder beenden werden in dieser Bar. Weiß ich nicht, ob das noch möglich ist, nachdem das Video veröffentlicht wurde, aber... Gerade ist ein Video online gegangen. Wie wird das Video heißen? Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Auf jeden Fall waren wir In-N-Out Burger essen in Wien. Wie das möglich ist, seht ihr in der Folge. Ja, 55% bei Rhino Shield. Größter Rabatt in der Geschichte von Rhino Shield. Echt? Geht jetzt über den ersten Link in der Videobeschreibung auf Rhino Shield. Bestellt sie euch. Viel Spaß damit. In diesem Sinne, Kuss geht raus. Zu late. Ist aber mit der Zeit nichts zu tun, wenn du mich fragst. Jetzt kommen wir zum kritischen Teil, Ladies and Gentlemen. Kuss geht raus. Zahlen nur die Burger. Dankeschön. Ich habe kurz gedacht, ich muss eigentlich Dings fragen, ob ich Ratenzahlung mache. Aber so. So schlimm war es nicht. Hyatt Hotel, Randy. So sind wir.